Ein Stühlchen. Oh, ist auch viel zu kalt zum Hinsetzen. Aber gut, Stuhl ist immer gut. Kann man den Schrank aufmachen? Feuerlöscher, okay. Ist aber ein kleiner Feuerlöscher. Nein, kann man nicht aufmachen. Dann kriegst du ja Platzangst. Also wenn hier jetzt ein Unfall passiert, kann der ohne weiteres hier gar nicht raus. Die Fenster sind nicht öffnen, zu öffnen, nicht offenbar. Das heißt, wenn jetzt hier ein Unfall passiert, hier brennt, dann kommt er hier nicht raus. Muss er zur Not, muss er dann da runterhupfen. Okay. Ja, es wird wahrscheinlich Großbritannien sein. So. Was ist das hier? Wieso steht hier der Wagen rum? Aha. Das war der zum Reparieren, ne? Gut, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Was ist da drin? Enteiser, Öl. Eine Leiter. Kann man da rauf? Nein, ich kann darf nicht nach oben. Oh, mir wird das verweigert. Okay. Okay, riesig, riesig. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Jetzt haben wir mal was gesehen. Das sind also die Gondeln drin. Aha, die fahren dann hier rauf. Wir sind also unten und oben gibt es dann auch noch mal eine. Das ist interessant. Sind das vielleicht wieder die kleinen Roboter? Gleich mal schauen, sind sie ein Roboter? Are you a robot? I robot? Schöne Schuhe hat er ja an. Da hat keiner einen Rucksack dabei, gar nichts. Ich kenne mich da nicht so aus. Darf man denn beim Skifahren so einen kleinen Rucksack hinten drauf haben? Damit man sich was zu essen mitnimmt, zu trinken oder was weiß denn ich. So, wo muss man denn hin? Was muss man denn hier machen? Ist schon schön gemacht, muss ich schon sagen. Gibt es hier hinten keine Tür, wo man rein kann? Ja, die Wolken, das haben sie schon hingebracht. Es gibt hier auch einen Lawinenmodus. Das würde ich gern mal sehen, wenn so eine Lawine runterkommt. Also gut, dann gucken wir uns das jetzt hier mal an. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Denn das habe ich schon mal mit Johnny gemacht. Und wenn du gut bist, brauchst du dafür 10 Minuten, 15 Minuten. Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Stelle den Schalter Steuerung in Position 1. Ja, in Position 1. Das können wir noch machen. Die Betriebsbeginnfahrt läuft morgens bei dieser Bahn rückwärts ab. Daher müssen wir die Fahrtrichtung ändern. Hier, die Fahrtrichtung. Wo ist das? Okay. Und wie mache ich das? Stelle den Schalter Fahrtrichtung in die Position rückwärts. Ja, das ist mir schon klar. Aber wo? Fahrtrichtung! Man muss da mit der Maus so draufklicken. Einmal links und dann muss man die Maus gedrückt halten und dann auf rückwärts gehen. Naja, ist okay. Für die Personalfahrt darf nur eine Kabine bewegt werden. Also müssen wir einige spezielle Einstellungen tätigen. Okay, von mir aus kann man machen. Nun werden wir den Förderer in der Ausfahrt abschalten, damit wir die Bahn starten können. Nun werden wir den Förderer in der Ausfahrt abschalten. Okay. Wo ist der Förderer in der Ausfahrt? Meter. Ja, drei Zuschauer ist schon mal was.
Also machen wir halt mal auf. Ich frage mich allen Ernstes, ob man hier wirklich eine Tür braucht. Ich frage mich, ob das da drin beheizt ist. Ein bisschen beheizt muss es schon sein, denke ich mal. Weil das sind ja so Steuerungskästen, ich meine, bei unter 0 Grad. Was muss ich denn da jetzt machen? Den Verzögerer auf Außen. Ja, das kriegen wir gerade noch hin. Einen Verzögerer auf aus. Okay. Nun müssen wir die Anlage in Betrieb nehmen. Da die Antriebsstation unbesetzt ist, läuft das etwas anders ab als im Normalbetrieb. Abschaltungen quittieren. Das muss man wieder innen machen. Abschaltungen quittieren. Bin gegen den Kasten gerannt. Okay, wo ist denn hier eine Abschaltung? Drücke die Taste Auswurf. Auswurf. Drücke den Taster fertig. Ja, ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven. Drücke die Taste Abfahrt Ast. Unbesetzt. Oh, schönes Glöckerchen. Geschwindigkeit auf Position 2. Jetzt muss ich wieder raus. Jetzt war ich hier so schön drin. Auf Position L2. Geschwindigkeit. Okay. Vergesse nicht, das erste Fahrzeug zu markieren, bevor es ausgefahren ist. So ertönt ein Signalton, wenn es in der anderen Station ankommt. Ich verstehe Bahnhof. Ich verstehe einfach nur Bahnhof. Auf WPA. Wird halt starten. Sag mal, wo ist ein WPA? Hier, okay. In diesem Tutorial übernimmst du die Aufgabe an der Bergstation. Setze dich also in die Kabine, um die Personalfahrt zu beginnen. Ui, in welche denn? In welche muss ich mich setzen? Ich weiß es ja nicht. In diesem Tutorial übernimmst du die Aufgabe, setze dich also in die... Ja, in welche denn? Ach, in die? Okay. Okay, machen wir mal, komm. Türchen öffnen, einsteigen. Für jemanden, der keine Ahnung hat, ist es bis jetzt gut gelaufen. Toi, toi, toi. Aber wie kann ich die Tür zumachen? Oder fahre ich bei offener Tür? Hier möchte ich mich hinsetzen. Warte mal. Hier. Oh. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Oh, ich bin festgefahren. Klicke auf die markierte Stelle. Ja, klicke ich doch. Jetzt geht's nicht mehr. Es geht nichts. Ja, jetzt hängt's. Jetzt muss er erst wieder abspeichern. Warten wir mal ein bisschen. Ich glaube, das war's schon. Ja, jetzt ist er abgestürzt. Warte mal, läuft im Hintergrund irgendwas? Da ist viel offen. CC Cleaner können wir mal beenden. Virenscanner läuft da noch. Ja, es geht nicht mehr weiter, meine Damen und Herren. Was für ein blödes Spiel. Hat so viel Spaß gemacht. Ah, jetzt. Okay. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich auch hinsetzen. Ich komme hier nicht mehr weg von dem... Ah. Also Tür mal zugebracht, aber jetzt hänge ich hier an diesen Ort fest. Geht's nicht mehr weiter. Das geht, aber das geht nicht mehr, meine Damen und Herren. Ich kann mich auch nicht bewegen. WASD. Ah.
Man muss dann auch mal Q und R drücken. Los geht die Reise! Ja! Warte mal, ich will langsam machen. Langsam. So, schön genießen. Man kann mit der Plus- und Minus-Taste auf der Tab-Seite entsprechend die Geschwindigkeit erhöhen. Oh. Wir fahren also jetzt von unten nach oben. Du kannst diese Personalfahrt übrigens auch außerhalb des Tutorials über den Punkt Beginnfahrt starten. Auf dem Telefon im Kommandoraum des Raumschiffs Enterprise starten. Ja, hier sind wir also hier oben. Na, wenn ich jetzt Plus drücke, dann ist neben der Uhrzeit oben rechts eine 2. Und wenn ich auf Minus auf der Num-Taste drücke, dann ist es wieder langsam. Ja, sehr schön. Kann ich denn aufstehen? Nein. Aber ich kann zoomen. Ja, man hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Man sieht jetzt hier gar keine Leute. Wie kann man denn hinten einsteigen? Gibt es da noch eine zweite Tür? Ja, hier. Na, ja, hier und hier. Das ist alles so verbaut, dass man das gar nicht sieht. Sehr schön. Ja, ich sag mal so, als Ausgleich für die, die jetzt während dieser schweren politischen Krise hier nicht zum Beispiel Skifahren können, ist das natürlich eigentlich ein schönes Spiel, um wenigstens virtuell einen Skiurlaub zu haben. Ist sehr schön gemacht hier, ne? Die Wolken. Hier muss man ja die Skier mitnehmen, oder? Das stelle ich mir ziemlich komisch vor. Schon 33 Minuten, wir haben noch nie mal angefangen. Du kannst diese Personalfahrt übrigens auch außerhalb des Tutorials über den Punkt Beginnfahrt starten, auf dem Telefon im Kommandoraum starten. Ich hätte noch einen durchsichtigen Boden gemacht. Könnte man auch nach unten gucken. Ja. Ich würde gerne mal wissen, kann man auf der Anzeigetafel sehen, wie kalt es ist? Mich würde mal interessieren, was sind da so die normalen Temperaturen? Schön. Oh, jetzt sind wir da. Jetzt habe ich leider nicht auf die Uhr geguckt, aber lang war das jetzt nicht. Da kommen schon die ersten Gebäude. Wir machen nochmal einen Rund. Das sieht man halt nicht viel hinten, nur nach vorne. Ein Rundumschlag hier nochmal. Bäume. Jetzt kommen wir hier an. Hallstein. Ich weiß nix. Boah, wenn ich das sehe, friert's mich. Frieren. Und jetzt fahren wir hier rein. Oh, das ist doch eine schöne Geschwindigkeit. Alter Schwede. Okay. Das ist also eine sogenannte Personalfahrt. Jetzt sind wir also nach oben gefahren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Klickety klick klick. Ja, ich kann nicht raus. Oh, ich kann nicht raus. Oh, ich hätte noch drücken müssen. Drücke E, um die Taste zu... um die Kabine zu verlassen. Aha. Okay. Baugleich ist es nicht. Wir sind jetzt sozusagen oben. Okay, cool. Oh, die fahren schon.